Guten Morgen zu Tag 2 hier im wunderschönen Großschönau, wo uns das Wetter heute richtig, richtig gut begrüßt hat. Ja, wir sind ja schon auf dem Fenster, sind wir schon mit der Sonne begrüßt worden. Ein schöner Wunder, guten Morgen. Es ist ja wirklich, wenn man gestern denkt hat, hätte man heute nicht geglaubt, dass es so schönes Wetter hat. Ja, wirklich. Aber ja, wir sind glücklich drüber. Und hinter uns sieht man noch, wo man gestern Mittag gegessen hat und Abend gegessen hat. Hotel-Restaurant. War sehr, sehr gut. Schönauer, genau. Auch die Unterkunft war Pension optimal. Brückner, genau. War ja, super. Und somit stehen wir heute Morgen motiviert da, ne? Ja, weil heute geht es nämlich in die Stadt Zwettl, in die Nähe von Stift Zwettl. Und heute werden wir sicher einige sehen, wie zum Beispiel das Schloss Rosenau und viele andere Sachen. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach los. Wir gehen los, und melden uns wieder, ne? So schaut's aus. Also dann. So, jetzt sind wir da bei Breinreichs vorbei, die erste Ortschaft. Wir haben jetzt da, schauen wir auf die Uhr, ja nicht ganz 7 Kilometer. Das Wetter ist halt herrlich. Jetzt haben wir die Feldgegend verlassen, jetzt kommen wir wahrscheinlich ein bisschen in den Wald. Und das nächste wird wahrscheinlich dann schon das Schloss Rosenau sein. Ja, ich sage euch was, Gäste, herrlich, herrlich, ihr versammt was. Heute ist so herrlich, das Wetter passt, die Natur passt. Oh ja. Die Stille, wir haben gerade da mit einem Bauern geredet. Sagt er, sie haben ein Paradies da, das haben wir aber auch gesehen, also wir gehen versammt wirklich was. Ja, und wir werden jetzt auch weiter genießen und melden uns dann wahrscheinlich beim Schloss. Ich glaube, wie das da schön oben geht jetzt. Herrlich. Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen hier jetzt bei dem wunderschönen Schloss Rosenau. Eigentlich schon 10 Kilometer vor dem Ende der heutigen Tour in Zwettl. Und das Wetter hat ja heute gehalten, was es versprochen hat. Es ist die bis jetzt wirklich traumhafte Tour. Ja, also auch von der Beschaffenheit von den Wegen her. Nicht? Wir sind die Zwettl entlang gegangen.
alles im Wald auch. Also war wirklich ein Erlebnis pur. Und jetzt noch beim Schnitzel, was wir jetzt noch erreicht haben. Ja. Da haben wir uns einmal ein bisschen an Stärkern geholt. Ja, und jetzt haben wir da vor dem Schloss, also da werden wir noch ein bisschen reinschauen. Und wie gesagt, jetzt haben wir noch mehr knappe 10 Kilometer. 2 Stunden vielleicht? Ja, also wir werden das heute sehr locker wieder beenden. Und wir erinnern uns dann wieder, wenn wir am Weg sind. Peter und Joe am Weg. Ja, hallo Freunde, das war sie, also die zweite Etappe von Groschenau hier nach Zwettl. Und wir haben uns Zwettl ja schon angeschaut, ihr habt das gesehen und haben heute schon unseren Spaß gehabt. Ja, aber man darf nicht vergessen, wir haben auf der Strecke die Schloss Rosenau. Rosenau besichtigt. Das war ein Highlight und ich muss auch sagen, die ganze Strecke war ein Highlight, neben der Zwettl zu marschieren. Wir sind heute sehr viel im Wald gegangen. Ja, und es war eigentlich bei den Höhenmetern nicht so extrem, wie wir geglaubt haben. Weil es war schon hügelig, aber keine extremen Steigungen. Aber wir haben das sehr gut bewältigt. Und wie gesagt, wir waren jetzt Pizza essen, wir haben das Wetter da ein bisschen am Hauptplatz angeschaut, wir waren Eis essen. Ja, mittlerweile ist es 7:45 geworden und ja. Und morgen erwartet uns die Tour nach Begarten-Oppenstein. Und für heute sagen wir mal, glaube ich, gute Nacht. Ja, wir haben es auch recht lustig gehabt, weil wir haben jetzt, also meine Persönlichkeit hat das erste Mal ein Biereis gegessen. Ja. Sowas, und das war sehr lustig. Sowas gibt es wirklich, ein Biereis, ein Zwettler Biereis. Also das war wirklich top. Genau. Und jetzt da sind wir bestens gestärkt. Ja, wir werden uns morgen in der Früh wieder melden. Ne? Richtig. Mittlerweile haben wir morgen schon die dritte Etappe richtig, wieder. Genau. Wir sind auch gut drauf, es ist Gott sei Dank kein Wetter. Wir haben schön Wetter gehabt jetzt 2 Tage. Und ja, wir wollen auch hoffen, dass wir morgen ein schönes Wetter haben. Es wird hoffentlich auch so sein. Ja, morgen haben wir 19 Kilometer. Richtig. Nicht so weit wie heute, aber auch wieder. Aber wir werden auch dieses gut bewältigen und somit wollen wir heute Zwettl eine gute Nacht schicken. Und euch auch für morgen. Wir melden uns morgen in der Früh wieder. Bis morgen, also dann. Super.